Hallo und willkommen zurück bei Starfield. Ja, gestern gab es wieder keine Folge Starfield und ich glaube doch davor, den Tag gab es glaube ich eine. Ich konnte jetzt die letzten anderthalb Tage nicht wirklich aufnehmen. Hab jetzt gerade davor Kerbal Space Program 2 nochmal eine Folge gemacht. Und jetzt dachte ich, komm ey, mach nochmal Starfield, solange es noch geht. Denn gestern, da ging gar nichts bei mir, da kam ich von Arbeit. Und war voll im Arsch, da habe ich gedacht, jetzt erwischt mich eine Grippe oder ihr wisst schon, oder da ging überhaupt nichts. Also da dachte ich, okay, jetzt ist es soweit, jetzt gibt er den Löffel ab. Fiel mir ein, ich habe gar kein Besteck, also Glück gehabt. Aber es ging dann auch wieder heute und dachte, ja okay, wer weiß, vielleicht war das nur irgendwie einmal oder so, aber ich merke irgendwie brodelt ein bisschen was. Aber naja, ich hoffe, dass ich das mit genügend Hilfsmitteln und Medikamenten vielleicht wenigstens noch hinauszögern kann. Also, falls jetzt irgendwie übers Wochenende oder in den nächsten Tagen doch mal nichts kommen sollte, mal 2, 3, 4 Tage, dann nicht wundern, dann hat es mich doch noch irgendwie lahmgelegt. Aber ich hoffe, es kommt nicht. Ich könnte mir jetzt nach der Folge, wir machen heute nicht ganz so lange, nochmal ein schönes heißes Bad und dann, ja, wird es hoffentlich auch ganz schnell wieder. So. Wir sind jetzt aber erstmal bei Delgado und wie hieß die andere? Shea? Shania? Nee, Shania Twain, nee, auch nicht. Jennifer Lopez? Keine Ahnung, wie hieß sie denn? Shai? Shea? Irgendwas, wieso habe ich denn Sch im Kopf? Sch, irgendwie? Shay? Nee, die hieß doch nicht Shay, wie hieß sie denn? Hallo, wir kennen uns doch. Ich hab deinen Preis mit. Ach, Neva. Oh. Neva, Entschuldigung. Ich hab so ein leichtes Namens Wegfallgedächtnis. Dein Kumpel Rokoff ist auf dem Schlüssel. Hat mir erzählt, was passiert ist. Ja, er redet sich über dich den Mund fusselig. Jetzt weiß ich wieder, warum wir ihn aus der Fleet geworfen hatten. Naja, so übel ist er gar nicht. Ach ja, Rokoff ist gar nicht so übel. Er hat mir wirklich geholfen. Ja. Ach ja? Ja. Sieh mal einer an. Schon gut, Neva, wir haben's verstanden. Also dann, wenn du für ihn wirkst, können wir Rokoff noch eine Chance geben. Na gut, jetzt, wo das geklärt ist, können wir endlich zur Sache kommen. Cricks Vermächtnis. Apropos Informationen, lass mich die Daten aus dem Galbank-Archiv sehen. Bitteschön. Ah, der Galbank-Transport ist also über Bannock IV verschwunden. Bannock, warum kommt mir das bekannt vor? Neva? Ja, immer mit der Ruhe. Ich bin schon dabei. Und da ist es. Bannock IV. Mal sehen. Verdammt, Bannock IV ist ein Gasriese der EM-Klasse. Da kommt kein Schiff ran, ohne dass sämtliche Schaltkreise an Bord durchbrennen. Das wäre in einem... Nein, es wäre in jedem Schiff Selbstmord. Ich glaube, in unserem Frachtschiff kein Selbstmord. In unserem Frachtschiff haben wir so viel Krempel geladen, bis die EM-Strahlung, oder ich weiß nicht, was ein Gasriese Klasse EM sein soll, habe ich noch nie gehört, ist vielleicht was Eigenes im Spiel, aber vielleicht gibt es auch sowas, was irgendwie viel elektromagnetische Strahlung hat. Und jetzt sehe ich gerade, hier gibt es auch die Frage, wir fragen erstmal, bevor ich mir weiter den Mund fusselig rede, so wie Roskoff. Was ist denn so ein EM-Klasse Gasriese? Ha? Oh, eine Wissenslücke, was? Ja. Okay, sperr die Ohren auf und hör gut zu. Das wird später abgefragt. Planeten der EM-Klasse erzeugen unermessliche Mengen elektromagnetischer Strahlung. Aha. Und zwar buchstäblich unermesslich. Wenn du zu nah an eine dieser Todesfallen ranfliegst, schmieren sämtliche Schaltkreise ab und dein Schiff ist nicht mehr als eine nutzlose Blechdose. Naja, so viel verändern sich würde sich ja gar nicht verändern. Okay, es muss aber einen Weg geben. Klar, wir ummanteln dein Schiff einfach mit Tonnen von Kupfer und schießen dich direkt rein. Das sollte klappen, oder? Ja, cool. Jetzt haltet beide mal den Mund und strengt euer Hirn an. Cricks hatte sicher dasselbe Problem. Wir müssen also nur rauskriegen, wie er es gelöst hat. Reine Zeitverschwendung, wenn du mich fragst. Vielleicht sind die Daten fehlerhaft. Nein, das haut alles hin. Laut den Daten hatte das Schiff Geld geladen und ist im Krieg von Narion über Bannock IV verschwunden. Der Krieg erstreckte sich über die gesamte Galaxie.
Da kann ich mir vorstellen, dass es ein Schiff so fern der Heimat verschlagen hat. Okay. Ja, also wisst ihr, dieser Krux, der hätte nicht aufgegeben. Das ist die richtige Einstellung, Neuling. Auch immer noch Neuling. Davon sehe ich in letzter Zeit in der Crimson Fleet nicht genug. Neva, den Gelbank-Daten zufolge hatte der Transport einen CBR-27-Transponder. Können wir den verfolgen? Die genaue Position orten? Diese Transponder sind Militärtechnik mit Ultrabit-Verschlüsselung und ständig wechselnden Frequenzen. Dafür haben wir nicht die Technik. Aber bevor du dich jetzt aufregst, ich habe gehört, die UC arbeiten an einem Entschlüsselungssystem für Schiffssignale. Sie nennen es ComSpike. Wenn wir uns das Gerät holen, können wir alles verfolgen, was wir wollen. Okay, ich habe einen Plan. Klappe zu, Ohren auf. Neuling, du und Neva klügeln aus, wie wir an dieses ComSpike-Ding kommen. Ich will es haben, auch wenn es sich an der Spitze des Mast befindet. Und ich kümmere mich inzwischen um das Problem mit dem EM-Gasriesen. Ich glaube, ich weiß auch schon, wen ich fragen kann. Ich brauche etwas Zeit, um die ComSpike-Sache mit Jazz durchzurechnen, aber dann wissen wir, wo wir hin müssen. Ey, klingt gut. Gefällt mir, dass das jetzt auch wieder... Jetzt wird mal ein anderes Fass aufgemacht. Jetzt haben wir ein Problem mit einem Gasriesen oder der Gasriese hat ein Problem mit uns. Wissen wir noch nicht genau. Müssen wir erstmal hinfliegen. Vielleicht können wir auch mal mit dem reden. Und ja, gefällt mir. Du bist ganz schön hartnäckig. Ha? Wer nicht kämpft, geht unter. Das war Cricks Devise. Und wir hätten das auch schon seit Jahren so machen sollen. So einfach ist es. Ah ja, okay. Ach so, übrigens, positive Neuigkeit. Ich konnte heute mein neues Gehäuse abholen und habe vor, wenn ich denn dazu in den nächsten Tagen noch in der Lage sein sollte, das dann auch alles darüber zu bauen. Sieht sehr schick aus, ist sehr schlicht, kam ein bisschen mehr, ist auch ein etwas größeres Gehäuse mal wieder. Und ja, wer das alte haben will und gerne rumbastelt, muss es sich bei mir abholen. Ich brauche es dann ja nicht mehr. Ja, aber das neue kam, hat mich gefreut und beziehungsweise ich musste es abholen, dieses weiß nicht wie viel Kilogramm schwere Paket, riesig groß, ich konnte es gerade so in beide Hände irgendwie hier hochschleppen, die vier Etagen, richtig geil, natürlich ohne Fahrstuhl, was sonst. Endlich anzureden. Und natürlich der große Karton, da haben sich meine beiden Mädels echt drüber gefreut, die haben sich direkt drüber hergemacht und da sind da reingekrochen und so, also der Karton. Der kommt schon mal gut an und ich hoffe, ich habe direkt den Startknopf, das war das erste, wo ich drauf gedrückt habe. Ich dachte, ich komme, ich habe mir ja noch nicht angeschlossen oder so, da ist ja noch nichts drin. Direkt erstmal den Startknopf leicht betätigt und dachte, oh, eine ganz eine andere Qualität. Freue ich mich, wenn ich den irgendwann mal anmachen kann. Oh, toll, das wird schön. Okay, wir kriegen das hin, versprochen. Oh, großartig. Ich arbeite so unheimlich gern mit Neva. Ach ja? Weißt du, du bist auch nicht jedermanns Geschmack. Ey, so war's also gar nicht gemeint. Also musst du wohl damit leben, Neuling. Wir verstehen uns. Das reicht. Cricks Vermächtnis ist zum Greifen nahe. Ich habe Besseres zu tun, als mich um euch Streithähne zu kümmern. Also reißt euch am Riemen und macht euch an die Arbeit. In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Komm mit. Jawohl, Sir. Ja, wir müssen gleich noch wegen ihrem Erdenretterpreis quatschen. Die hat da nämlich mir was Eigenes aufgegeben. Ich weiß gar nicht, ob du davon was weißt. Aber cool. So. Neva, Mensch, wie konnte ich denn ihren Namen vergessen? Das war gerade gar nicht... Okay, ja gut, es war schon ein bisschen sarkastisch gemeint. Konnte ich auch rauslesen, aber ich habe gehofft, dass es nicht ganz so schlimm auffasst. So, Neva. Hey, Moment, hier war doch neulich noch zu. Oh. Oder? War hier? Ach nee, hier sind wir. Okay, nee, alles cool. Cool, cool. So. Hast du Durst? Bock im Last Nova erleichtert dich mit Vergnügen um deine Credits. Der Helm gefällt mir. So. Was ist das denn? Ach, das ist so. Ich, oh, weil von der Seite dachte ich gerade,
warum hängt hier ein Stück Lava an der Wand? Aber von der Seite stellt sich raus, nee, ist nur irgendeine Folie. Haben sie wahrscheinlich vom Mondfahrzeug abgekratzt und an die Wand geklebt. Schmuggeln ist besser als ehrliche Jobs. Ja, ne? Andrea, kannst du ein Lied von singen? Oder vielleicht sogar zwei oder drei. Ich glaube, sie hat ein ganzes Album. Was heißt, Schmuggeln ist besser als ehrliche Jobs? 24 Titel, alle mit Autotune, maximal aufgedreht. So, Neva, also lass uns mal quatschen. Okay, kommen wir direkt zur Sache. Hast du den Erdenretterpreis? Oder wirst du mich bitterlich enttäuschen? Lügen? Ach, den habe ich nicht gefunden. Was macht Jess hier? Erstens, das hier ist mein Bereich des Schlüssels, ja. Also stehe ich hier, solange ich will. Ist ja okay. Und zweitens, ich weiß alles über diesen Preis und deinen Deal mit Neva. Es gibt keine Geheimnisse zwischen uns. Schalt einfach mal zwei Gänge runter und gib ihr das verdammte Ding, damit wir loslegen können. Ja, die sind gut. Also die Charaktere hier, ja, die sind schon ein bisschen anders in ihrer Ausführung als alle oder zumindest die meisten, die dann auch ne, nach den Regeln handeln und so agieren. Finde ich schon cool. Ich überlege mir auch, ob wir uns auch so einen Liedstrich machen für unseren Charakter, wie es die Neva hier hat. Heißt das Ding Liedstrich? Dieses rote? Ihr macht doch alle sowas. Ihr kennt euch daran damit aus. Ich glaube, das Ding heißt Liedstrich. Weiß ich nicht. Ist ja auch das Augenlid. Anatomisch bin ich ja ein bisschen fit, deswegen. Na gut. Warum habe ich das Gefühl, dass du mit dem Ding mehr Geld die verdienst Stille regt als ich? Weil du damit völlig richtig liegst. Ach so. Jeder, der in der Fleet über dir steht, verdient beim selben Job mehr als du. Deswegen kämpfen wir alle darum, nach oben zu kommen. Verstanden? Gut. Also, gib mir vielleicht lieber den Preis, bevor ich dich vom Schlüssel werfen lasse. Nur so ein Vorschlag. Neva, wir wären auch noch gute Freunde, glaub mir. Hier, hast du das Ding. Na, sieh mal einer an. Du hast tatsächlich meine Anweisungen befolgt und kriegst jetzt einen Batzen Credits. Es wäre natürlich noch mehr Geld gewesen, wenn du Rokoff nichts von diesem blöden Ding erzählt hättest. Aber ja, das mein ist Gott. Dein Problem. Er war hier cool, er hat uns geholfen. Dein Geld. Mach so weiter und ich gewinne noch Respekt vor dir. Okay, Fleet. 3000 nur. Wir haben alle nur. Genug zu tun. Also gehen wir es an. Am Arsch. Ah, 15.600. Sehr gut. Ich wollte gerade sagen, 3000 für den Preis. Dann schieb ich dir das Ding gleich da ein, wo keine Sonne scheint. Nee, cool. 15.000 nochmal. Also fast 18.000 irgendwas Credits haben wir gekriegt. Na dann vielen Dank. Gern aufs nächste Geschäft, ne? Diese Credits stehlen sich nicht selbst. Ja, wenn du nicht Entschuldigung, mein bist, Fehler. Habe ich mein genau Fehler. Das Richtige. Ach, wir sind hier. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Du willst was schmuggeln? Wir sehen uns. Ja, wir schmuggeln schon immer. Ah, es tut auch manchmal weh. So, also was müssen wir jetzt machen? Ach ja, die Vigilance erstmal Bericht erstatten. Ganz vergessen, dass wir eigentlich auf geheimer Mission sind. Wir dürfen hier nicht so laut reden. Neuling. Wir werden, glaube ich, immer der Neuling bleiben. Vielleicht können wir die ganze Bude mal irgendwann übernehmen. Aber also Crimson Fleet gefällt mir richtig gut. Ne? Die ganzen, das ist ja häufig so in Bethesda-Spielen. Ich fand die Hauptstory bisher jetzt auch nicht, also war schon cool gemacht, hat mir eigentlich gut gefallen. Ich frage mich auch manchmal, was so Leute erwarten, die sagen, ja, es ist immer dasselbe mit den Geschichten. Ja, gefühlt ist auch alles schon tausendmal in irgendwelchen Formen, in Spielen, Büchern, Videofilm, Spielfilm erzählt worden. Schwierig da was komplett Neues mal irgendwie. Also, ja. So, aber ich fand es Hauptstory cool. Die ist ja noch nicht fertig, da müssen wir demnächst mal noch ein bisschen was weitermachen. Aber ich glaube, da sind wir schon recht nah am Ende. Aber wie häufig im Bethesda-Spielen sind gerade die Fraktionen echt gut gespickt mit richtig guten Quests. Und hier genauso. Ryujin, super. Jetzt die Geschichte mit der Crimson Fleet. Echt cool. Wen hatten wir noch? Die ganze Ranger-Sache, die war in Ordnung. Das war jetzt bisher, glaube ich, eher das Schwächste. Ne? Für mich jetzt gesehen, aber cool. Ah, ihr habt mir auch gesagt, hier den Status, weil ich da mal gefragt hatte, bevorstehendes Wetter. Das bekommt man wohl weg, wenn man irgendwie 24 Stunden in irgendeiner Klimazone verbringt, in der kein Unwetter herrscht oder irgendwie sowas war das. Gut, dann gehen wir mal zur Vigilance. Flup. Grafsprung aktiviert.
Ja, da bin ich ja mal gespannt, was der rausfindet, wie wir den das Raumschiff so verändern können, dass wir an diesen Gasriesen andocken. Aber vielleicht müssen wir da auch gar nicht direkt hin. Ja, schauen wir mal. Oh, wer kommt da rein? Kein Gegner. Okay, würde mich auch wundern, wenn hier ein Gegner reinspringt, der dumm genug ist, das zu machen. Also ich würde es durchziehen, aber die Gegner sind ja nicht solche Draufgänger wie wir hier in unserer Mantis. Na gut, dann geben wir aber Bescheid. Wir haben, glaube ich, auch noch irgendwie einen Beweis, hatten wir sogar noch gefunden. Den können wir der Dame, mit der wir, Frau Toft ist es, glaube ich, ne? Leutnant Toft? Lieutenant Toft? Aber das ist nur rein platonisch, Andrea. Da geht nichts. Das ist nur, wir reden nur. Verzeihung. Ja, nee, mein Fehler. Wie immer ist bestimmt mein Fehler im Spiel, wenn ich was falsch mache. Oder die NPCs denken, es wäre was falsch gelaufen. So. Wo die Crimson Fleet ist, da sind auch wir. Hallo. Auf der Siren of the Stars hat wohl jemand für einigen Tumult gesorgt. Ich nehme an, das warst du? Nein. Okay, doch. Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Interessant. Einige der Passagiere sollten verhaftet werden. Scheiß drauf. Ich hab's geschafft, mir den Zugang zur Gelbank zu verschaffen. Ja, und das ganz ohne Verluste. Ausgezeichnete Arbeit. Danke. Nun ja, abgesehen von dem Ecliptic-Mordkommando im Archiv. Ja, gut. Um die Sache haben wir uns übrigens gekümmert. Ja, danke. Ich nehme übrigens an, dass du die Daten von den Gelbank-Computern kopiert hast. Ja. Lass mich das mal ansehen. Ich habe das mit Papier abgepaust. Die Legacy ist also über Bannock 4 verschwunden. Ja. Warum kommt mir das bekannt vor, Toft? Bannock 4 ist ein Gasriese der EM-Klasse, Sir. Die Fleet verfügt über keine Schiffe, die sich einem solchen Planeten nähern könnten. Na? Frau Toft, alles fit? Woher weißt du das alles? Im Bannock-System wurden während des Kriegs von Narion mehrere wichtige Schlachten geschlagen. Ich musste an der Academy eine Arbeit darüber schreiben. Ja, Delgado wird sich schon was einfallen lassen. Das klingt ja fast, als würdest du ihn bewundern. Nur ein bisschen, nö. Nee, alles gut. Er macht schon Bock bei der Crimson Fleet. Ja? Die sagen einfach gerade raus, was Sache ist. Auch wenn das vielleicht oft ein bisschen zu drüber ist, ne? Oder ihre Selbstüberschätzung mal wieder durchdringt. Ja, ich wollte euch lediglich vor seinem Einfallsreichtum warnen. Was auch immer du damit sagen wolltest, Delgado ist und bleibt ein Mörder. Ja, dein Kumpel hat jeden einzelnen unserer anderen Informanten ermordet. Das reicht, Lieutenant. Selbst wenn Delgado eine Lösung für das EM-Problem hat, müssen sie immer noch das Transponder-Signal der Legacy orten. Bist du nicht in Sorge, dass ich der Fleet helfe, Kriegsvermächtnis näher zu kommen? Natürlich bin ich das, aber uns bleibt leider kaum eine andere Wahl. Ja. Es gibt keine Abkürzungen. Der Pfad, den du einschlägst, um der Crimson Fleet Kriegs Vermächtnis zu verschaffen, ist der einzig mögliche. Wenn du dich plötzlich anders verhältst, merken sie, dass etwas nicht stimmt. Es ist schwierig, ja, aber bitte ziehe die Sache weiter durch. Und inzwischen überlegen wir uns, wie wir verhindern, dass die Crimson Fleet das Geld in die Hände kriegt. Na, okay. Kriegen wir hin. Könnt ihr nicht einfach jemanden da rausschicken und den Transponder selbst finden? Da bin ich mir nicht sicher. Die Gelbank hat ein eigenes Transponder-System. Selbst ein altes Schiff wie die Legacy wäre nicht so leicht zu orten. Und selbst wenn wir die Legacy finden könnten, haben wir kein Schiff, das der EM-Strahlung dort standhalten könnte. Leider stehen wir vor den gleichen Problemen wie die Crimson Fleet. Okay, Sie glauben, ein Gerät namens Comspike wird das Problem lösen. Sie wissen schon vom Comspike-Projekt? Verflucht. Wieso haben wir noch nie davon gehört? Ich weiß nichts von diesem Gerät, Sir. Und das solltest du auch nicht. Es ist ein streng geheimes Projekt. Es ist ein äußerst fortschrittliches Entschlüsselungs- und Ortungssystem, an dem die UC Navy schon seit Jahren arbeitet. Wie hat die Crimson Fleet davon erfahren? Es muss irgendwo ein Informationsleck geben, Sir. Anders lässt sich das nicht erklären.
Ich sehe mir die Sache mal an. Na gut. Also, unser Plan ist wie folgt. Du spielst weiter deine Rolle und versuchst an Comspike zu kommen. Lieutenant Hoft und ich recherchieren Bannock 4. Okay, interessant, dass sie nichts da... Also wir haben ja auch noch nichts davon gehört, oder? Ist das mal irgendwo... Nee, wissen wir nicht. Obwohl wir ja im Messgebäude schon ziemlich gut dastehen, aber das ist uns neu. In der... ist der Rat mittlerweile für einen Angriff auf die Crimson Fleet offen? Meine Vorgesetzten sind stur und erlauben keinen Angriff auf den Schlüssel auf Basis meiner Hirngespinste, habe ich gehört. Wir brauchen mehr Beweise dafür, dass die Crimson Fleet tatsächlich diesen sagenumwobenen Schatz in die Hände kriegen könnte. Ja, okay. Sollten wir die UC Navy nicht warnen, dass ich versuchen werde, mir den Comspike zu schnappen? Was würde das schon bringen? Die Crimson Fleet hat offenbar im UC-Militär eine Quelle, die sie mit Informationen versorgt. Jeder Versuch, den Comspike zu verlegen, wäre reine Zeitverschwendung. Nein, wir behalten das für uns. Okay. Ich melde mich, wenn ich irgendwelche Beweise finde. Perfekt. Bleib einfach beim Plan, dann sehen wir, wer Cricks Vermächtnis zuerst findet. 350 EP. Schön. So, Frau Toft. Hallo. Diese Mission erfordert in vielerlei Hinsicht Diskretion. Weißt du, wo der Comspike entwickelt wird? Ja, wenn sie nichts darüber weiß, ich vermute, da hat sie wenig Neuigkeiten für uns. Das ist geheim. Ich kann also selbst das nicht preisgeben, was ich weiß. Mir ist bewusst, dass du das im Rahmen dieser Mission sowieso herausfinden dürftest, aber darum geht es nicht. Okay. Für deine Deckung ist es am besten, mit den Informationen zu arbeiten, die dir die Fleet gibt. Sie ist heute ein bisschen streng zu uns. Wir haben uns doch neulich so gut verstanden, Frau Toft. Ich dachte, sie weiß gar nichts darüber. Was kannst du mir denn über das Comspike sagen? Ich weiß auch nicht mehr als du. Darüber wurde ich nicht gebrieft. Aber wenn die Fleet das Transponder-Signal der Legacy verfolgen will, braucht sie mehr als unsere derzeitige Entschlüsselungstechnik. Falls so ein Gerät existiert, dürften die UC es entwickeln. Da haben wir doch noch was gemeinsam. Wir wissen beide nichts über das Comspike. Mensch, wie viel Gemeinsamkeit, wir haben es hier unfassbar. Ach so, haben wir keine? Ich dachte, ich hätte mir noch einen Beweis geschnappt. Das freut mich. Sehen wir es uns mal an. Oh. Hallo. Ja, geil. 4 Stück. Ich habe Beweise gegen Rokoff gefunden. Rokoff hat bei seiner Bewerbung bei Trident Luxury Lines also verheimlicht, dass er vorbestraft war. Nun ja, wenn er den Schlüssel das nächste Mal verlässt, nehmen wir ihn fest. Ein Fleet Captain weniger, um den wir uns sorgen müssen. Hast du noch was? Ja. Ich habe hier Infos über einen Geldbank-Angestellten, der an Bord der Siren of the Stars war. Dombrowski verdiente bereits ein Vermögen. Und doch konnte er der Veruntreuung nicht widerstehen. Unfassbar. Das macht mich krank. Oh, es wird mir ein Vergnügen sein, diesen Typen einzubuchten. Weißt du noch mehr? Ja, ach ey, ich habe Infos. Zum Mord an Madeleine LaRue. Wer war das denn? Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern. Ist es die Maddie gewesen mit dem Ring? Ja, ne? Wir wussten, dass LaRue mit Fergus Wickham in Verbindung stand. Okay. Als ihre Leiche entdeckt wurde, hielt die Sister ihn für den Täter. Ja. Da lagen wir wohl falsch. Der Mörder war also dieser Clay Dietrich. Ah ja, genau. Wir werden das in Ordnung bringen. Guter Fund. War's das? Nee, pass auf. Ey, mehr, ey. Halt dich fest. Der Schlüssel erhält medizinische Vorräte der Klinik. Verdammt. Ja. Ich wusste, dass ihre Vorräte von irgendwoher kommen müssen. Aber ich hätte nie gedacht, dass die Klinik dahinter steckt. Tja, dann leite ich das mal an Mast weiter. Das Freestar Collective gehört nicht zu unserem Zuständigkeitsbereich. Sonst noch etwas? Nö, das war's. Gut, gut. Da draußen wartet noch mehr auf dich. Bleib dran. Willst du mir erzählen, wie du vom Unterdeck zur Crimson Fleet gelangt bist? Ich dachte mir schon, dass das irgendwann zur Sprache kommt. Ich habe nichts über die Crimson Fleet gesagt, weil ich dazugehörte. Nee. Darauf bin ich nicht gerade stolz. Weiß Commander Ikande davon? Er weiß einiges über meine Vergangenheit. Aber bitte sag ihm nichts von dieser Unterhaltung. Weißt du über die Crimson Fleet so gut Bescheid? Ich weiß genau, wie sie agieren, welche Frequenzen und Verschlüsselungstechniken sie nutzen, welche Methoden. Also, ja,
Das wird ja immer besser. Weiß nicht genau, wie es gemeint ist. Das haben wir also gemeinsam. Ja, auch wenn wir sonst verschieden sind. Ja. Neva Mora rekrutierte mich in New Atlantis. So, sag mal, Leute. Sie meinte, ich hätte einen Ruf und sei der Fleet ins Auge gefallen. Sie bot mir die Aussicht, vom Planeten zu verschwinden, um noch größere Dinger zu drehen. Da sagt man nicht nein. Ich glaube, die beiden kommen, um sie jetzt abzuführen, weil sie gerade gesagt hat, sie war bei der Crimson Fleet. Leute, geht doch mal weg. Hier unterhalten sich zwei Leute, die sich gerade näher kommen möchten. Jetzt echt mal, ein bisschen Privatsphäre wäre echt cool. Danke. Haben wir es bald, ja? Dieses Aus dem Weg gehen ist nicht so schwierig. Ich glaube, wir stehen hier einfach an einer ungünstigen Stelle, wo die ganzen Leute halt immer mal vorbeitrampeln wollen. Warum hat Neva dich gewählt? Ich habe es in New Atlantis ordentlich krachen lassen. Das musste auffallen. Und so wie Adler Kemp es riskierte, für dich zu bürgen, tat das Gleiche in der Fleet jemand für mich. Es war sogar meine Idee, dich auf deiner ersten Mission nach Cydonia zu schicken. Ah. Okay. Ich glaube, sie sieht in uns Potenzial. Ja, dir blieb kaum eine Wahl. Jedenfalls ignorierte ich die möglichen Konsequenzen. Man nahm mich auf, Delgado unterzog mich auf Suvorov einer eingehenden Prüfung, ja, und schon auch gehörte ich zum Team. Jetzt scheffelte ich ordentlich Kohle. Das tolle Apartment in New Atlantis war ein Witz dagegen. Es reichte sogar für mein eigenes Schiff. Aha. Was geschah, als Delgado dich nach Suvorov brachte? Was denkst du denn? Ich habe mir den Hintern abgefroren. Wir erkundeten eine Weile die Oberfläche in der Nähe des Schlosses, während Delgado seinen Vortrag über Ehre unter Dieben abspulte. Ich war nie in der Anlage selbst, so wie du. Oh, da war was los, das sag ich dir, ey. Okay, klingt nach einem tollen Leben. Ich kann die Moral von der Geschichte nicht erkennen. Und wann hast du es vermasselt? Oh, ich habe es schwer vermasselt. Ah. Durch Commander Ikande hat sich dann alles geändert. Er hat mir das Leben gerettet. Ich verdanke ihm alles. Alles, okay. Aha. Okay. Ja, er scheint einen großen Einfluss auf andere zu haben. Wenn du wüsstest. Ach. Pass auf. Ich habe schon zu viel verraten. Ich habe Commander Ikande versprochen, keinem davon zu erzählen. Du solltest bloß wissen, dass ich genau weiß, wie du dich fühlst und was für Risiken du eingehst. Wenn du diese Mission durchziehst, werde ich bei jedem Schritt für dich da sein. Ach cool. Ja, cool, dass wir uns nochmal, also dass sie auch so viel zu preiszugeben hat und mit uns redet. Finde ich schön. Wir sind da, wenn du uns brauchst. Ja, wir sehen uns später. Vielen Dank für die Unterhaltung. War sehr nett. Ikande, ich habe da Neuigkeiten. Pass mal auf, du wirst nicht glauben, was für Tofti gerade erzählt hat. Na gut, wählen wir weiter. Der Comspike dürfte schwer bewacht sein. Aber ich vertraue darauf, dass du das... Ja, nochmal ein paar extra Credits. Also wir haben jetzt schon gut Kohle gemacht. 400.000. Was könnte ich mit dem Geld noch anstellen? Jemand eine Idee? Und ja, okay, der Elefant im Raum. Bau ein Schiff! Schon klar. Aber gibt es noch was anderes, wo ich noch viel Geld lassen kann? Wir können ja noch mindestens ein, zwei Häuser kaufen oder so. Moment zum Schiffen. So, okay. Einmal zum Schlüssel und go. Da ist er. Huch. Also eine Raumstation bauen wäre halt auch mega geil, ne? Da gab es ja relativ zeitig dann schon eine Mod, die das über so ein paar Umwege ermöglicht hat. Aber wenn das vielleicht irgendwie ins Spiel kommen könnte, so ein, also eine Raumstation bauen, überhaupt so den,
Ich weiß, es ist jetzt nicht Bethesdas Steckenpferd, da irgendwie so einen wirtschaftlichen Aspekt reinbringen im Sinne von Richtung X3, X4 gehen. Ne, so. Aber wäre schon geil, irgendwie, dass man auch mit den Außenposten, die man ja bauen kann und auch so Produktionen bauen kann, dass man da automatisch irgendwie dann so Handelsrouten oder was erstellen kann. Also, dass man auch die Sachen richtig verkauft, oder passiv nebenbei oder dann auch per Raumstation, dass dann darüber irgendwie weitergeht oder so. Oder Handelsschiffe. Aber das ist dann, ich glaube nicht, dass sie wollen, dass das zumindest von Haus aus in so eine Richtung geht. Später mit Modding-Tool wird es mit Sicherheit sowas geben. Aber ja, ist auch immer eine Frage. Ne? Ich glaube, da ist die Ausrichtung von Bethesda eher eine andere. Kann ich auch verstehen. Das, man muss ja nicht immer alles in jedem Spiel sein. Ne? Das Spiel ist halt so, wie es ist, so wie sie sich gedacht haben. Und so, wie es ist, finde ich zumindest auch nach wie vor echt gut. Sehr schön sogar. Und man hat sich an so viele schöne Dinge hier schon gewohnt im Spiel. Gewohnt. Solange die Fleet an erster Stelle steht, haben wir keine Probleme. Neva, huhu. Alles klar, Jess. Was hast du für mich? Wie es scheint, wird der Comspike auf der UC-Sternenstation SY-29 entwickelt. Position geheim. Fantastisch. Und wie finden wir sie dann? Unser Schmuggelkontakt schuldet uns noch einen Gefallen. Du weißt, wen ich meine. Unseren Freund auf Jamison. Stimmt, Jess. Ich kümmere mich darum. Das heißt, wir kümmern uns darum, oder, Neva? Alles klar, Neuling. Nächster Halt, New Atlantis. Ja, das habe ich mir gedacht. Dein Kontakt ist Wanda Yu. Wanda Yu. Sie hat die meisten der Premium-Schmuggelrouten der UC abgeriegelt. Wenn du sie nicht verärgerst, sollte sie dich an der SY-29 Security vorbeischmuggeln können. Aber pass auf deine Finger auf, wenn du ihr die Hand schüttelst. Das sollte sie lieber auch machen. Okay, darf ich auch noch was sagen? Muss ich mit Ärger rechnen? Du bist in der Fleet. Mit Ärger musst du immer rechnen. Was aber Huan betrifft, obwohl sie ein eher neuer Kontakt ist, solltest du mit ihr keine Probleme haben. Die rechnen hier mit Ärger? Also die Formeln würde ich gerne sehen. Wir rechnen mit Zahlen, aber mit Ärger rechnen? Gut, die werden schon wissen, was sie machen. Sollen sie machen, okay. Premium-Schmuggelrouten. Definitiv. Wir reden von Frachtdepots, Sternenwerften, Forschungsstationen und, wie bei SY-29, militärischen Außenposten. Bislang hatte noch kein neuer Spieler so viele Kontakte. Das ist der Grund, warum wir sie überhaupt ins Boot geholt haben. Ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat. Bei manchen Orten haben wir uns jahrelang die Zähne ausgebissen. Ja, klingt, als wäre sie nützlich. Ich glaube, von ihr haben wir noch nie gehört, aber ich hätte jetzt gedacht, das wäre eine der Damen aus dem Unterdeck, aber mal gucken. Das hoffe ich, weil sie womöglich unsere einzige Chance auf ein akzeptables Entschlüsselungsgerät ist. Sobald ich Huan an den Wachhunden vorbeigelotst hat, musst du den Comspike ohne Hilfe finden. Laut unseren Daten befindet er sich im Prototyp-Stadium. Das heißt, es sollte in der Station nur ein einziges Exemplar vorhanden sein. Kurz, machst du ihn kaputt, kaufst du ihn. Ja, bestimmt. Irgendeine Ahnung, wie das Teil aussieht? Leider weiß ich das nicht. Wie Neva schon sagte, handelt es sich um einen Prototyp. Könnte wie alles aussehen. Sobald du in die Station eingedrungen bist, bist du auch innerhalb der Firewalls. Du musst ihr Computersystem durchsuchen. Mit etwas Glück findest du einen Hinweis. Oh, und noch was. SY-29 gehört dem UC-Militär. Das bedeutet Bewachung durch schwere Truppen. Und wir beide wissen, dass diese Idioten keinen Spaß verstehen. Wenn du die Hütte in eine Schießbude verwandeln willst, dann nimm lieber ein ganzes Arsenal mit. Du wirst es mit Sicherheit brauchen. Ich kenne da noch jemanden, der keinen Spaß versteht, ne? Hat so rote Augenlidstriche, aber... ja, da müssen wir uns bestimmt wieder durchschleichen. Aber kein Problem, wir können uns ja unsichtbar machen. Wie wird mich Huan in die Station bringen? Sie kann dich durch die Vordertür reinbringen. Sie werden glauben, dass du zu einer regulären Versorgungslieferung gehörst. Für den nächsten Teil werden du und Huan die Köpfe zusammenstecken und einen Plan austüfteln müssen. Okay, dir ist also egal, ob ich mich durchballer? Machst du Witze? Die UC haben auf unsere Rücken bereits ein riesiges rotes Fadenkreuz gemalt.
Kippe und seine Freunde bei Systef werden nicht ruhen, bis wir tot sind. Die kannst du nicht weiter gegen uns aufstacheln. Verwandle den Laden in ein Sieb, wenn du willst. Hol nur diesen Comspike raus. Läuft. Perfekt, das höre ich gern. Ich schicke jemanden per Grafsprung vor und arrangiere ein Treffen in Case Place auf dem Unterdeck. Währenddessen sorge ich dafür, dass Jazz was wegen des Problems mit der elektromagnetischen Atmosphäre auf Bannock 4 einfällt. Oh, okay. Du sorgst dafür. Wohl eher betrinkst dich, während Jazz die ganze Arbeit macht. Die Privilegien höherer Ränge, Schatz. Wir reden später darüber. Und du, verschwinde von hier und komm erst zurück, wenn dieser Comspike in deinem Frachtraum ist. Ja, nachher ist das Ding 3x4 Meter groß oder so. Vielleicht ist es auch nur so groß wie eine Uhr, oder? Was sag ich Huan, wenn sie fragt, warum wir den Comspike brauchen? Das überlasse ich dir, Neuling. Okay. Wenn du in Schwierigkeiten steckst und meinst, es würde helfen, sie ins Boot zu holen, dann sag ihr, was du willst. Irgendwann wird Delgado allen einen Anteil an Cricks Vermächtnis versprechen. Wenn wir wollen, dass sie der Fleet treu bleiben, ist das unausweichlich. Aber bis das Geld greifbar ist, ist es besser, wenn möglichst wenig Leute Bescheid wissen. Okay. Kannst du mir noch was über Juan sagen? Die Crimson Fleet kontaktierte sie vor ungefähr einem Jahr. Wir haben nach einem Schmuggelkontakt in den UC-Raum gesucht und ihr Name tauchte immer wieder auf. Deshalb beschloss ich, es mit ihr zu versuchen. Das war gelinde gesagt ein voller Erfolg. Wir haben beide haufenweise Credits verdient. Für mich war das genug. Darüber hinaus weiß ich nicht viel über sie. Aber hey, solange mein Galbank-Konto sinkt, kann sie ihre Geheimnisse ruhig für sich behalten. Wir reden später. Bis dann. So, dann zeig doch mal das große rote Kreuz auf deinem Rücken, was sie angeblich draufgemalt haben. Da ist gar keins. Lügner! Hier, um dein Schiff aufzumöbeln? Nee. Wir haben schon Möbel auf dem Schiff, danke. Alles Klärchen, dann gehen wir mal in dieses tolle Atrium. Gehen direkt was weiter. Nein, danke. Ach so, haben die wieder Kohle hier hinten? Bisschen was verkaufen könnten wir noch. Du Mahlzeit. Wenn du von mir kaufst, siehst du, statten wir dich mal aus. Ja. Bis dann. Bis dann. Alles klar, ab nach New Atlantis. Da waren wir ja lange, lange nicht. Erst vor 2 Folgen oder so haben wir da halt gemacht bei der Galebank. Nee, letzte Folge waren wir in der Galebank. Mensch, muss... Oh. Kinetik, Elektromagazine, Energiewaffen. Alles kein Ersatz für einen Kopfschuss mit einer Schrotflinte. Alter. Ja, wem sagt er das, ne? So, New Atlantis. Let's go. Ich glaube, wir werden vorher rausgeschmissen, weil die uns erst scannen müssen. Aber ich denke, wir haben gar keine Schmuggelware dabei. Ne? Wir waren ja neulich kurz zu Hause, haben das da abgeladen. Ah ja, hier sind wir. Okay. Ja, richtig. Ja, vor allem, wir sind auch direkt gelandet. Na gut. So, wir fahren mal eine kleine Runde mit der Nat. Ach so, hätte ich auch direkt im Raumhafen. Ah ja, stimmt, wir müssen ja ins Unterdeck. Ja, okay. Ist okay. Bei den Stühlen denke ich mir jedes Mal, das sieht aus wie diese Kinderstühle, die es in Restaurants manchmal gibt. Fehlt nur noch, dass da vorne so ein... Ja... so ein Gurt drum hast, um dich festzubinden. An sich nicht schlecht, aber haben was von solchen Kinderstühlen. Warten Sie, ich komme mit! Ah, gerade noch reingequetscht.
So, einmal bitte aufs Unterdeck. Ach, die Wasserfallpromenade. Da hat Sarah uns einen Antrag gemacht oder wir ihr. Und da bin ich aus Versehen direkt von runtergesprungen. Kein Problem. Ich bin hier nur der Bote. Okay, dann ändere die Botschaft. Ich finde die Terrabrew-Uniform so schick. Vielleicht werde ich nur deswegen Barista. Hallo? Ich nehme an, du bist Navas Neuzugang. Meinst du nicht Neuling? Ah, du bist unter Piraten wohl saloppere Umgangsformen gewohnt. Aber im Herzen von New Atlantis sollten wir uns bemühen, den Schein zu wahren. Ah, gute ich Idee. Ich kann mir hier so etwas nicht leisten. Das wäre schlecht fürs Geschäft. So. Ich bin neu, aber ich habe Pläne. Hey, ich habe einen Namen. Reik. Und wenn ich mich hier daran erinnern muss, werde ich das auch. Ich fliege SY-29 regelmäßig an. Ich habe also schon die nötigen Genehmigungen. Top. Neva sagt, dein Ziel ist ein UC-Gerät. Um das zu kriegen, muss ich dich an Bord bringen. Das geht, aber ich habe Bedingungen. Oh Mann. Ich habe auch Bedingungen. Frischer Terrabrew und Kuchen direkt in die Kabine geliefert. Ha, top, perfekt. Schönste Antwort heute, nehmen wir. Bitte einmal Terrabrew und einen Kuchen. Dankeschön. Ach. Neva sagte, du seist schwierig. Ich hatte offenbar falsch verstanden, was sie damit meint. Ja, wir sind ein bisschen doof. Ich will ganz offen sein. Damit das funktioniert, machen wir es auf meiner Art mit meinem Schiff. Ja. Du bist Mitglied meiner Crew. Aber sobald du auf dem Schiff bist, liegt alles in deiner Verantwortung. Diese Route ist äußerst lukrativ. Ich werde sie auf keinen Fall opfern. Oh, Andrea könnte das Wort ergreifen. Aha. Wie treu bist du der Fleet? Ich weiß. Ich mache erst seit kurzem gemeinsame Sache mit der Fleet. Aber ich setze meinen Ruf und mein Schiff aufs Spiel für das hier. Das alleine sollte dir schon genug sagen. Okay, wenn etwas schief geht, verziehst du dich einfach? Nimm es nicht persönlich. Wenn du erwischt wirst, hast du die ganze Station am Hals. Dann kann ich nichts mehr für dich tun. Außer deinen nächsten Verwandten Blumen zu schicken. Naja, Andrea ist ja dabei, sonst ist eng mit Verwandten. Ach nee, doch, unsere Eltern. Ja, die habe ich ja schon längst vergessen. Die wohnen hier irgendwo oder sind wieder im Urlaub, kann auch sein. Die sind immer woanders. Ich lasse mal Andrea antworten. Halt uns nicht für Amateure. Halte uns nicht für Amateure. Wir erledigen den Job, ohne deine Route zu opfern. Ich mag dein Selbstvertrauen. Nur erfordert dieser Job mehr Diskretion als so ein gewöhnliches, halsbrecherisches Abenteuer. Wenn du bereit bist, komm zu meinem Schiff. Es ist die Jade Swan. Und bereite dich auf eine lange Reise vor. Wenn du erstmal auf der SY-29 bist, kannst du nicht so leicht wieder gehen. Jade Swan, aha. Ich weiß gerne, mit wem ich es zu tun habe. Erzählst du mir etwas über dich? Verständlich, aber ich muss mich bedeckt halten. Je mehr andere über dich wissen, desto mehr Macht haben sie über dich, weißt du? Ja, stimmt. Ja, du hast recht. Ich will das nur wissen, um die Information gegen dich zu verwenden. Also heute sind wir sehr ehrlich. Man muss jemanden haben, dem man vertraut. Gewagte Worte. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, wenn du den Job gut machst. Jedenfalls, danke für das Gespräch. Der Gardus-Leute sind sonst eher redescheu. Aber konzentrieren wir uns auf die Mission. Für Kneipengeschichten und Narbenvergleiche ist Zeit, wenn die Kneipe uns gehört und die Narben verheilen. Wie viel weißt du über den Auftrag? Nicht viel. Soll dich auf die SY-29 bringen und möglichst wieder raus. Allerdings könnte ich besser helfen, wenn ich weiß, worum es geht. Aber das überlasse ich dir. Ah, okay, naja. Ja. Neva sagte, du brauchst die Details nicht wissen. Ach, in Ordnung. Wenig zu wissen ist im Zweifel auch was wert. Ja. Wenn ich erwischt werde, habe ich nichts zu verheimlichen. Huch, da will uns wieder jemand beiseite schieben. Wie oft dockst du so an der Station an?
Oft genug, dass ich die Marines an der Comm schon persönlich kenne. Es hilft auch, dass Frachtschiffe immer willkommen sind, denn sie bringen Vorräte und Slates von zu Hause. In der Leere des Alls schätzen Soldaten Frachtschiffe über alles. Wir reden auf dem Schiff. Okay, die Jade Swan. Jetzt möchte ich wissen, wie kommt man denn hier hoch? Da hinten ist Stau. Aha. Die Tür ist offen. Ach, ja, das hatten wir schon mal. Das war ja mal eine Quest mit dem Stromproblem. Das war so das Erste, was wir gemacht hatten hier auf dem Unterdeck. Kann mich nicht beklagen. Klar, ich hatte mal eine Phase, wo ich ein bisschen orientiert. Gut, dann begeben wir uns direkt mal zum Schiff. Hallo, Weltraumfrosch. Lange nicht gesehen. Sehr schön. Neuer Tag, neue Schicht. So, der hat ja auch immer ein bisschen Kohle zum Handeln. Mahlzeit. Wenn du mich fragst, das Zeug ist alle. Klar doch. 1350, willst du mich verarschen? Das ist ja nix. Hey, mach's gut. Ja. Wir sind noch nicht zum Verkaufen hier. Das machen wir dann mal. Vermutlich können wir auf dem. Auf der SY920 oder wie es hier heißt, auch noch mal ein bisschen was mitgehen lassen, je nachdem wie es ausartet. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir die Leute da über den Haufen ballern müssen, sondern dass wir das wieder überzeugend hinbekommen. Ich glaube, ich habe hier noch nie einen New Atlantis einfach so rumsitzen sehen. Finde ich ganz cool. Ja, warum nicht? Hat mich jetzt nur überrascht. Dachte, cool, hier sitzt einfach einer einmal in der Ecke rum. Und drückt sich vor der Arbeit oder macht ein Päuschen. Oder wartet. Oder sitzt einfach gerne auf Fußböden. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr Schiff aussieht. Ist ja ein Handelsschiff. Also vermutlich relativ klobig und quadratisch. Eigentlich wollte ich professionell kochen, nicht sowas hier. Ich wollte mal hier reingucken, ob hier vielleicht ein Comic rumliegt. Mir fiel nämlich auf, dass ich glaube ich noch nie hier drin war. Könnte für einen Kaffee glatt jemanden umlegen. Wenn du Thermoparasiten siehst, bist du befugt, sie zu erledigen. Die Dinger sind anscheinend gefährlich. Oh ja, da können sich fiese Dinge draus entwickeln. Ah, da ist er. Okay. Ach, wie herrlich. Guck mal. Das sieht doch gut aus. Ich würde sagen, wir machen hier... Ah, Stroud und Eklund Schiff. Cool. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Fliegen dann mit der Juan auf das Schiff, auf die Station. Ah, das sind alles Frachtcontainer da unten. Und ich versuche jetzt wieder mal noch ein Bild zu machen. Ja, wie gesagt, heute ist... ich hoffe, es wird morgen wieder besser und nicht schlimmer. Und dass wir dann wieder normal aufnehmen können. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. War sehr ereignisreich, war jetzt nicht so actionlastig heute, aber die Gespräche waren ganz gut und wir haben viel, viel Geld gemacht für die Arbeiten und die Mühen der Folgen zuvor. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.